Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Let's Play Age of Wonders 3. Ja, Age of Wonders 3 ist natürlich schon lange draußen, ist mir bekannt. Allerdings bin ich ein riesiger Fan der Age of Wonders Reihe und auch Teil 3 hat es mir besonders angetan. Ich muss sagen, die Kampagne selbst fand ich jetzt nicht so überwältigend, aber der freie Modus, der hat es mir doch sehr angetan. Und für alle, die Age of Wonders nicht kennen, Age of Wonders war und ist immer noch ein rundenbasiertes Strategiespiel. Allerdings mit der Besonderheit, dass man jetzt nicht nur einfach Armeen aushebt, Städte verwaltet, Ressourcen etc. ergattert, sondern auch, dass man wirklich mit Magie globale Effekte haben kann. Man kann die Karte verändern, umherstreifende Armeen attackieren etc. pp. Daher ist das für mich was ganz Besonderes und im Charaktermenü habe ich mir hier meine Myanmar Lichtbringer erstellt und extrem klischeehaft, da es ein Halbling ist, habe ich ihn dem Guten verschrieben, wie man hier drüben sehen kann. Er ist halt so Meister der Schöpfung. Wir sehen, ich bekomme hier einige Boni. Das erste ist, dass ich mehr Forschung bekomme und dass man auch mehr Mana bekommt. Und das andere, was ich sehr gerne immer wähle, ist expandiere. Einfach dadurch wachsen die Städte schneller, werden größer, man bekommt mehr Ressourcen. Was allerdings bei der Erstellung von Age of Wonders 3 gegenüber den Vorgängern sehr wichtig ist, ist, dass nicht nur das Volk eine große Bedeutung hat, sondern auch die Klasse, in meinem Fall hier Hohepriester, und diese gewählten Verbesserungen massiven Einfluss auf den Tech Tree haben, das heißt, was wir überhaupt erforschen können und wie wir am besten spielen. So. Aber jetzt genug der Theorie, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir sehen, das ist der Startbildschirm, ich habe hier eine neue Partie gestartet mit drei KI-Gegnern auf einer Karte der Größe Mittel. Es gibt auch seit einem Update, das schon länger draußen ist, die Möglichkeit Zufallsevents eingeschaltet zu haben. Diese habe ich bei mir auch auf ein. Die werdet ihr sehen, haben dann in späteren Runden, ich habe sie auf leicht gestellt, das heißt in dem Fall ab Runde 80, massive Einwirkung auf das Spielgeschehen. Okay. Hier oben sehen wir, wie in den meisten Spielen dargestellt, unsere Ressourcen und unser Zugewinn, Gold, Mana, Wissen und unsere Zauberpunkte, die wir haben. Hier ist unser Anführerporträt mit unserer Ausrichtung und unserer Zufriedenheit. Und das hier ist unser Tech Tree, sozusagen, unsere Forschung. Eingeteilt ist das in drei Bezirke. Alles, was hier so ein Gebäude als Hintergrund hat, kann man sozusagen sagen, sind passive Effekte, die meistens mit irgendwelchen Boni natürlich einhergehen. Blau, das sind die sogenannten globalen Zauber, das heißt, diese kann man auf der Weltkarte wirken. Und rot sind die Kampfzauber, die halt dann im Kampf gewirkt werden können. Schauen wir mal, was wir haben. Das sind die Reichsverbesserungen, die ich durch meine gewählten Sachen schon habe. Hier seht ihr meine Schöpfung, den Expandierer und was man von Anfang an hat, Zerstreuung. Das dient dazu, wenn ihr eine Verzauberung, also einen Zauber, der nicht einmal gewirkt wird, sondern der dauerhaft auf der Karte wirkt, existiert, kann man versuchen, diesen damit zu zerstören. Als Kampfzauber habe ich Peinigen. Was macht das? 30 heiligen Schaden, wenn nicht. Dann gibt es einen quasi Resistenzwurf, der 11 beträgt und sie bekommt dann nur noch 15 Schaden. Für einen Zauberer ist das erstmal okay, brauche ich jetzt nicht weiter. Was haben wir global? Umwandeln, ich kann Zauberknoten, das sind Ressourcen, die Mana bringen und verschiedene Ausrichtungen haben könnten, je quasi nach Magieschule. Ich bin ja Schöpfer. Die kann ich in einen Schöpfungsknoten umwandeln, dann bekriegen sie mir zusätzlich Mana und Forschung. Inspirationssuchen hat man auch von Anfang an. Man kann das Zauberbuch zurücksetzen und man kann neue Fähigkeiten erforschen. Versucht habe ich es noch nicht, klingt aber auf jeden Fall erstmal kritisch. Und was eigentlich ganz toll ist, Scherhut beschwören. Und ja, wie es der Name schon sagt und auch die Beschreibung hier, ich bin in der Lage, quasi meine erste Kreatur, die ich mir selber anschaffe, zu beschwören für 40 Mana, 40 Zauberpunkte. Allerdings kostet die mich Unterhalt 9 Mana pro Runde. Doch, ich muss sagen, mit 22 Mana im Plus sollte ich das schon mal einen Auftrag geben. Ihr seht 40 Zauberpunkte, ich habe nur 20. Wenn ich das jetzt mal auswähle, dann werden wir sehen, hier ist es. In dieser Runde kann ich es noch nicht machen, aber in der nächsten, weil dann habe ich ja quasi 2x20 Zauberpunkte angesammelt.
Das heißt, in meiner Forschung bin ich frei, ich habe alles, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und was ich sehr gerne erforsche, ist Terraformer. Das ermöglicht mir, alles, was ich erobere oder alles, wo ich meinen Zauberbereich habe, in fruchtbare Ebenen, dichten Wald oder Ödland zu terraformen. Und dadurch kann mein Volk Boni bekommen, weil verschiedene Völker haben verschiedene Vorlieben. Meine Halblinge mögen blühende grüne Wiesen. Und wenn wir hier sehen zum Beispiel, das hier ist gemäßigt fruchtbare Ebene, das hier ist ein gemäßigter Sumpf. Und wenn ich auf mein Volk gehe, später mal, werden wir dann auch sehen, sobald ich den Zauber habe und ihn auch anwenden kann, dass mich das umformt, dann Zufriedenheit bringt. Hier haben wir unsere Nachrichten, unsere Aufgaben, mach alle Rivalen platt. Verbündeten Sieg gibt es theoretisch nicht, denn ich habe die Teams schon festgelegt. Jeder ist ein eigenes Team für sich. Und man muss seinen Anführer und seine Residenzstadt, also Hauptstadt, schützen. Das meine ich hier. Dabei gilt, wenn unser Anführer stirbt, kehrt er nach einigen Runden wieder. Für die Runden, wo er aber abwesend ist, erst dann in der sogenannten Leere, bekommen wir keine Forschung. Das heißt, das sollten wir trotzdem vermeiden. Allerdings leveln halt auch Charaktere und Anführer durch Kämpfe auf. Das heißt, mehr oder weniger expandieren muss ich mit ihm auch. Dann gibt es natürlich noch, wie ich gerade erwähnt habe, Helden. Die kann man für... Die tauchen einfach mal auf, man kann die anheuern. Und ich überlege jetzt gerade, ob ich den anheuere. Hat es einen Nachteil, wenn ich einen Helden habe, der nicht meiner Klasse oder meinem Volk entspricht? Ja, je nachdem, auf welchem Gelände der steht, kann das Unruhe mit sich bringen. Aber insgesamt ist es okay. Ich nehme jeden, der mir lieb ist. Okay, damit haben wir den Grundbildschirm. Hier unten sehen wir die Karte. Das kleine Stückchen bin ich. Dieser Bereich ist in dem Fall mein Stadtbezirk und auch gleichzeitig mein Zauberbereich. Allerdings, da wo ein Held ist, kann man auch immer zaubern. Armeen, wie ihr seht, können aus bis zu 6 Einheiten bestehen, die dann in einer taktischen Kampfkarte gegeneinander kämpfen. Hier gilt allerdings, wenn, nehmen wir an, die beiden wären im Kampf und hier würde ein Gegner stehen, rechts von dem, dann würde ein Angriff dazu führen, dass wir quasi mit allen Angrenzenden auch verteidigen können. Das heißt, die Schlacht kann theoretisch, wenn ich jetzt mal hochrechne, aus 6 Feldern bestehen, also aus 6x6 sind 36 Einheiten. Das ist das Größte, was in einer Schlachtrunde geht. Der Mana-Knoten hier ist schon mein Gebiet, bringt mir 10 Mana. Alles, was nicht mein Gebiet ist, kommt, naja, später eventuell mal mein Gebiet. Es kann nur bis zu einer gewissen Größe wachsen. Aber lohnt sich halt mitzunehmen. So, mein Held, du kannst hier schon mal zum Kartografen gehen. Dann sehen wir ein bisschen was. Okay, da ist Feuer. Hier haben wir Unabhängige, die beschützende Magmaschmiede, die mehr Produktion bringt. Ja, Produktion legt halt fest, wie gut in meiner Stadt, wie schnell da gebaut werden kann. Nehmen wir das mal dann in Angriff. Ein kleiner Tipp für die, die es mal spielen wollen. Mittlerweile kostet es natürlich nicht mehr viel. Aber was interessant strategisch zu wissen ist, ist nicht nur, was das Gelände, Moral und so weiter Auswirkungen auf den Kampf haben, sondern auch, dass, wenn man jetzt gewisse Bewegungspunkte hat, ich könnte jetzt hier nicht angreifen, man sieht, das ist rot, denn er hat zu wenig Bewegungspunkte, aber durch diese Angrenzungsregel genügt es, wenn ich einen auswähle und dann greifen quasi alle mit an. Ich darf jetzt wählen, sie wollen fliehen. Entweder bin ich böse, sage keine Gnade, vernichte sie, hol mir Erfahrung, ich werde langsam böse. Aber im Gegensatz zu meiner eigentlichen Zockernatur bin ich mal lieb, lass sie laufen, ich werde hier einen Hohepriester, Halbling, Knuddelwuddel, Mönch spielen. Und daher, Friede sei mit euch, Freunde. So, dafür haben wir 58 Gold bekommen. Die Magmaschmiede gehört uns nicht, aber sobald unser Gebiet drum herum geht, gehört sie uns. Du gehst erstmal wieder zurück. Ach ja, noch ein kleiner strategischer Kampftipp. Je nachdem, gegen wen und was man kämpft, kann man natürlich auch Autokampf machen. In den meisten Fällen ist aber der manuelle Kampf besser. Nur wenn man sich ganz sicher ist, dass man gewinnt, rate ich zum manuellen Kampf, automatischen Kampf. So, jetzt schauen wir mal Zufriedenheit meiner Stadt. Die beträgt 368. 25 einfach durch die Modifikatoren, 100 durch mein Volk, 42 durch Stadtzufriedenheit. Weil es Residenzstadt ist, weil es Halblinge sind und ich habe 11-mal bevorzugtes Gelände. Hier steht bevorzugtes fruchtbare Ebenen und dichter Wald. Unterirdisch, arktisch, verdorben, vulkanisch sollte ich meiden. Das heißt, irgendwann mal
sollte ich diesen gemäßigt Sumpf hier in gemäßigt fruchtbare Ebenen oder Wald umsiedeln. So, wir haben noch eine Produktion für unsere Stadt. Wenn sie nicht geschützt ist, ist es zwar nicht gut, aber wir haben jetzt erstmal eine 6er-Gruppe. So viel Gold bekommen wir auch nicht dazu, wie es am Anfang natürlich üblich ist. Wir haben hier die Reiter für alle Militäreinheiten, Gebäude, besondere Sachen, braucht man eher selten. Und ja, das hier ist quasi, was man schon hat. Ich habe eine Kaserne und ich habe die Konklave des Hohepriesters, weil ich halt Hohepriester bin. Und wie ihr seht, dadurch, dass ich diese Ausrüstung habe und die Konklave, kann ich mit der entsprechenden Forschung diese drei Dinge hier produzieren. Aber so weiß man jetzt noch nicht. Wir brauchen eigentlich erstmal meines Erachtens Wachstum und Produktion. Produktion heißt Halle der Baumeister. Ja, das machen wir als nächstes. So, ja, hier haben wir auch immer den Lock, was, falls wir es vergessen haben. Wir haben aber nichts vergessen. Darum weiter geht's. Ein Cherub könnte ich jetzt beschwören. Lasse ich aber erstmal auf Vorrat. Ach ja, auch alle normalen Einheiten leveln auf mit der Zeit. Da werden ihre Werte besser und sie bekommen manchmal dann auch irgendwas. Natürlich müssen sie kämpfen, nur von 20. Hier seht ihr aber, er wird erst zum Soldat, kriegt ein bisschen mehr Kampfstärke, ein bisschen mehr HP, dann Veteran, Garde der Elite. Und meistens bekommen sie bei Elite dann noch irgendeine Bonusfähigkeit. In dem Fall wäre es starker Wille. Und ihr seht, jede Einheit hat auch relativ viele Fähigkeiten. Typisch für Halblinge, physische Schwäche. Sehr versimpelt ausgedrückt, sie kriegen eher mal so eins aufs Maul. Glück ist quasi das Gegenteil davon. So zur Art Ausweichchance erst erhöht. Das heißt, sie werden seltener getroffen, wenn dann aber richtig. Gut, was haben wir hier? Ork-Unheilsritter und Ork-Fehler, die sollten machbar sein für uns. Immer schön auf die Bewegungspunkte achten, damit können wir, dann können wir nämlich viel mehr machen. Sieg ist sehr wahrscheinlich. Bei meinen Gruppen halte ich das zwar auch für sehr wahrscheinlich, aber nicht ohne Schaden. Darum machen wir hier lieber noch manuell. Ist auch eine gute Gelegenheit, euch die Kampfkarte zu zeigen. Ihr seht, man wird automatisch positioniert auf einem Hexfeld. Gegenüber stehen die Gegnertruppen. Ich könnte ja auch zaubern. Allerdings, wenn mein Hauptzauber, also mein Hauptcharakter, der Magier ist, sich im Kampf befindet, dann kostet ihn das eine Aktion. Wäre außerhalb des Kampfes, wäre der Zauber zwar teurer, aber er würde keine Aktion verbrauchen. Die Farben sind auch interessant. Lila ist Rückzug. Im grünen Bereich hat man quasi drei Aktionen, das heißt zum Beispiel dreimal zuschlagen. Gelb 2, Orange bzw. Rot 1. Und man sieht ja auch schon eine Vorschau, was passieren wird. Greife ich so an, kriege ich meinen Bonus auf Sturmangriff, mache ihn einmal 10 bis 14 physischen Schaden. Er wird zurückschlagen mit 17 bis 27, weil er hat eine Lanze und ich bin anfällig gegen Lanze, weil ich ein Reittier habe. Daher gehe ich noch einen Schritt vor und greife auf meinen Distanzangriff zurück. Der Geiststrahl, der 8 heiligen Schaden gemacht. Allerdings ist er zu weit weg noch, darum nur die Hälfte. Versuchen wir es mal. Wir machen jetzt unsere kleine Verlangstrategie. Was haben wir hier? Normale Pfeile. Säurepfeile. Schauen wir mal. So, das wären immer 4 bis 6 Schaden. Das wäre deutlich weniger. Also nehmen wir das. Manche haben halt Schwäche gegen Feuer, zum Beispiel Forstlinge sind anfällig gegen Feuer. So, du bleibst erstmal hinten. Ja, du musst nach vorne. Das ist keine Wahl. Ach, der Bauer. Stimmt, der kann Hühner schmeißen. Wie viel brauche ich dafür? Kein Sichtchen dazu, keine Entfernungsschaden. Kann nicht benutzt werden, wenn einer kämpft. Kann nur einmal pro Schlacht benutzt werden. Ja, muss dazu im grünen Bereich sein, Freunde. Das hätte ihr mir verraten können. Muss ich nicht. Das ist schön. Auf die Hühnerattacke. Achso, falscher Knopf. Da das ziemlich cool aussieht, machen wir das jetzt nochmal in der näheren Ansicht. Ja, ihr seht, ich habe den mit den Huhn attackiert. Was haben wir hier noch? Ach ja, ein Steinschleuderer. Du haust auch noch auf den drauf. Boah. Macht der fast nix. Ja, du musst nach vorne, kriegst aber massiv Schaden dann gleich.
Machen wir jetzt das, damit er jetzt ein bisschen mehr Abwehrbonus hat. Und dann ist der Gegner dran. Tja, da war mein Glück. Ich konnte ausweichen. Er hat einen Konterangriff gemacht. Das ist natürlich so. Angriff, Konter. Sofern man Punkte übrig hat, hat man keine Punkte mehr übrig und keine besondere Fähigkeit, das müssen wir immer voraussetzen, dann ist ein Konter auch nicht möglich. Ihr seht, ich kann mit meinem hier keinen Distanzkampf machen, denn er steht ja im Nahkampf. So, 7 bis 11 Schaden würde ich machen. Er hat nur einen Angriff, das heißt, er steht auf jeden Fall noch. Das bringt mir nicht viel. Du kommst mal hierher, mein Octet. Machst du mal ein bisschen heiligen Schaden. Du kommst hier hin. Haust dir mal ein paar drauf. Und... ja. Auf den. So. Jetzt versuche ich mal einen Flankenangriff, denn ich stehe diagonal von ihm. Da seht ihr, steht Flankenangriff, da kriege ich einen Bonus. Das machen wir jetzt auch. Ist klar, die Flanke ist nicht gedeckt. Das heißt, er konnte den ersten Schlag auch nicht kontern. Es gibt mir die Möglichkeit... ah ja, das könnte ich auch erklären, wenn ihr seht, hier ist ein rotes Dreieck, wenn ich weggehen würde, weil ich trotzdem noch in der Dreierfrontreihe vor ihm stehe. Das heißt, wenn ich mich wegbewegen würde, könnte er kontern. Hier falle ich ihn aber am Rücken. Damit dreht er sich dann zu mir und kann ihn dann nochmal flanken angreifen. Das ist total toll, ihr seht, Flankenangriff. Jetzt stehe ich in seinem Rücken und habe schon wieder einen Flankenangriff. Und dieses strategische Film von Gefechten ist natürlich ein toller Vorteil. Ihr seht da noch eine Auswertung. Und ich habe jetzt die Wahl, was ich bekomme. Ich nehme das teure, eine Kriegsakademie. Das bringt mir dann auch bessere Einheiten, wenn ich sie denn mal produzieren wollte. Du, Läufer, kannst hier allein hingehen. Wieder ein Stückchen Land. Oh! Okay, ein Wachturm. Ah, der ist aber relativ gut bewacht, Freunde. Ein Wachturm gibt uns eigentlich nur Sicht, aber hat halt quasi Mauern, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das sind alles Distanzkämpfer, das heißt, wir können uns erstmal ordentlich dezimieren, ehe wir dahin kommen. Was haben wir hier? Das ist, glaube ich, nur ein Fels. Schauen wir mal. Ja, das hier ist ein Grab. Das würde uns einiges bringen, wenn es irgendwann in unseren Bereich käme. Allerdings sind die Gegner da drin recht anspruchsvoll. Sieht man auch an der Schwierigkeit. Hier in Rot dargestellt, episch. Was haben wir hier noch? Vierergruppe auf einem Handelsposten. Ja, der ist auch nicht schlecht. Aber da sind schon 4 Einheiten drin, davon einer Stufe 3. Ist auch jetzt nicht so die Richtung, in die ich mich gerne entwickeln würde. Ich mag das schon zu leben. Okay, dann beenden wir hier erstmal. Wie ich sehe, ist dann hier gleich was. Er läuft über den Wald, okay. Du kannst mal das Gold einsammeln, das kann nie schaden. Hier ist ein bisschen Mana, das kann auch nie schaden. So, und hier, das ist machbar und ist wieder eine Magma-Schmiede, okay. Diese Stadt wird mal sehr produktiv werden. Ist die Frage, greifen wir mit einer Fünfergruppe schon an? Donnerbüchse, sollte eigentlich auch machbar sein, obwohl... hier fehlt ja quasi dann ein Held. Aber meine sehen relativ fit aus, allerdings ist dann hier gleich das nächste, was wir erobern können. Nee, wir warten mal. In der Ruhe liegt die Kraft. So. Dann greifen wir mal direkt an, spielen ja eh in die Richtung weiter. Okay, Gnade vor Recht, wir sind ja wieder lieb. So, was ist das hier drunter? Karten, das heißt, da ich eh nicht in Richtung kann, weil hier Berge sind.
Okay, ich habe welche, die... Haben wir einfach Bergsteigen, dass sie hier drüber können? Scheint so zu sein. Wir klauen es einfach mal. Gebt ihr auf? Sieg ist sehr wahrscheinlich. Machen wir automatisch in dem Fall. Ja, ihr seht, das tat schon ein bisschen weh. Allerdings, die hier sind einfach noch sehr gefährlich. Und wir haben etwas Forschung bekommen. Naja, ist doch nicht schlecht. Ihr seid es sicher, dass ich hier hinkomme? Okay. Wenn der Computer das sagt, dann muss das stimmen. Nebenbei, für alle, die das Hexraster hier stört, das kann man auch ausschalten. So, unsere Halle der Baumeister ist fertig. Das heißt, wir können, wenn wir genug Gold haben, sieht so aus, einen neuen Auftrag in Auftrag geben. Nehmen wir mal die... Was macht die denn? Die bringt 150... Nee, es kostet 150 Produktion. Was bringt sie? Plus 10 Produktion, okay. Das war das falsche Fenster. Ihr seht, meine Einheiten heilen, aber nicht komplett. Dann lassen wir sie wieder laufen. Okay, Distanz, Distanz. Wir lassen sie wieder laufen. Mensch, wir sind ja richtig lieb, dass wir denen hier so viel Gnade gewähren. Okay. Das ist dann auch Ende von unserem Zug. So, was haben wir hier? Noch ein bisschen Goldminen. Oh! Da unten ist ein Feindlager, das müssen wir dringend wegmachen. Da spawnen marodierende Gruppen. Das ist natürlich unangenehm. Und die sind in der Regel auch gar nicht mal so schwach. Ja, da wird mein Volk mich lieben. Ich kämpfe gegen meinesgleichen. Na gut, dich müssen wir ein bisschen schützen. Du stehst weit hinten. Unabhängige sind am Zug. Der Verteidiger darf immer zuerst. Jetzt schauen wir mal. Man könnte hier sich durchmogeln. Versuchen wir es mal über die linke Flanke. Was hat denn eigentlich, das bin ich, was hatte mein Held eigentlich für ihre Zauber? Blenden. Blendet Einheiten können bis zu Ende des Kampfes keine Einheiten oder Objekte an, wie sehen die mir jetzt einfach entfernt sind. Das heißt, wir könnten damit auch etwaige Distanzkämpfe ausschalten. Der kann man einmal hinschmeißen und du auch. Ist also jetzt eher nutzlos. Was hättest du sonst noch so anzubieten? Giftling, ja, macht ein bisschen Schaden. Allerdings habt ihr Mistgabeln, ihr seid schon nicht gesehen. Ja, aber Glück gehabt, wortwörtlich. Okay. Boah. Er kam bis hinter. Okay, Kumpel, ich möchte dich noch behalten. Zieh dich mal zurück. Thank you.
Volk ist auf Seiten des Gegners. Im wörtlichsten aller Sinne. Der ist auf Verteidigung gerüstet. Okay. Das soll uns jetzt auch nicht stören. Der hat gute Moral gehabt, deswegen habe ich jetzt so besonders viel Schaden gemacht. Helden stehen am Ende des Kampfes wieder auf, sofern man nicht verliert. Wir haben jetzt ja nicht vor zu verlieren, von daher. Hier fallen wir wirklich in den Rücken. Der Erstschlag? Wahrscheinlich habe ich eine Stange eingesetzt. Oh, ich komme eh nicht drum rum. So, wir haben einen Bewegungspunkt. So, natürlich haut er jetzt meinen kaputt, aber der kommt dann wieder. So, ich würde sagen, unser Held staubt noch die Erfahrung ab. So, auch hier haben wir gewonnen. Etwas Gold. Und mein Anführer ist aufgelevelt. Yay. Wir kriegen pro Level ab immer 5 Punkte zu verteilen und haben dann hier eine relative Auswahl. Und was ich gerne am Anfang mache, ist meine Grundwerte erstmal verbessern. Alles wenigstens so, dass ich da ein bisschen drin habe. So, geben wir noch ein bisschen Verteidigung dazu. Ich mag es nämlich gerne, wenn sie stehen bleiben. Und ähnlich verfahre ich natürlich auch bei Helden. Verliert man ja doch eher ungern. Später tue ich natürlich irgendwelche Skills entwickeln, keine Frage. So, wer hat noch Bewegung? Ja, hier sind auch schon Gegner gespawnt. Strategischer Rückzug, Freunde. Okay, ich würde sagen, an der Stelle machen wir fürs erste einen Break. Ich wollte ja mit diesem Video nur einen kleinen Eindruck geben. Und wen es interessiert, ich werde das natürlich auch gerne weiterspielen, auch erstmal mit ihm. Und ja, mal sehen, wie es dann weitergeht. Viel Spaß an alle, viel Erfolg beim Zocken und mögen die Controller, Joysticks, Tastaturen mit euch sein. Tschüss!